Ja, Leute, was geht und willkommen zurück zu einer neuen Folge Conan Exiles. Ja, wir starten jetzt möglichst viele Folgen auf diesem Thron hier jetzt, da wir einen haben und so protzig hier sitzen können. Und bevor die Folge losgeht, eine Sache in eigener Sache. Wer die News heute noch nicht gesehen hat, ihr solltet sie auf jeden Fall sehen, lohnt sich. Aber ich habe ja angekündigt, es gibt einen Discord-Kanal von mir, der ist jetzt aktiv. Und ihr findet ab jetzt in jedem Video unten in der Videobeschreibung meine Connection zu Discord, beziehungsweise mein Account, sprich CrispyDex, Hashtag Nummer so und so viel, ich glaube 6112 ist es. Wisst ihr Bescheid, da könnt ihr mich adden, dann werdet ihr auf meinem jetzt neu gestarteten Discord-Channel eingeladen. Nur zur Info, wie gesagt, guckt euch einfach die News an, geht auch um Silvester, um die dicke Party, die wir feiern. So, und das war's mit der eigenen Sache. So, wir bauen wieder. Nee, nicht viel, keine Angst. Ich habe jetzt hier ein Bett reingemacht übrigens. Ich habe das jetzt hier verworfen, dass das hier mein Crafting-Etage wird. Zwar ein paar Sachen habe ich hier reingestellt, so diese kleineren Tables, aber hauptsächlich ist alles hier oben. Und allein diese Ecke hier finde ich so geil, die Waffenecke. Hier Kisten für Kopf, Brust, Arme, Beine, Füße, hier oben noch für die Waffen und alles. Die Ecke finde ich richtig gut gelungen. So, der Rest ist halt einfach, wo gerade Platz war, hingestellt worden. So. Aber wir wollen ja jetzt hier keine Sightseeing-Tour machen. Oh, meine Stimme ist immer noch nicht besser, Leute. Verzeiht's mir bitte. Wir wollen jetzt hier bauen. Und ja, hier habe ich extra blaues Licht rein, damit es ein bisschen mystischer aussieht. Das ist der eine Turm für die Magie. Ja, hier habe ich den Dramaturgietisch. Ist noch nichts drin. Ich habe das meiste aus der alten Base jetzt rausgeholt, aber noch nicht alles. Da muss ich noch was holen, allein um schon den Arkanenstab zu... Obwohl, den kann ich jetzt schon bauen. So, hier ist eine kleine Küche. Ich habe mir sogar Eisschränke gebaut. Nur so, by the way. Und hier drin fangen wir jetzt an. Denn wir haben ja einen Tisch, den wir noch bauen wollten. Einen Opferungstisch. Opferstein, so heißt der. Ich weiß nicht, bauen wir den so rein? Was, Überlagerung? Ah, der braucht ein bisschen mehr Platz, so wie es aussieht. So, dann setzen wir den einfach mal hier hin. So, cool, Leute. Jetzt können wir hier richtig viele Leute opfern. Rituale, Blutritus. Wir können Opferblut in einer Flasche machen. Wir können Seelenraub machen. Ein Ritus, der einen gefangenen Geist in ein kristallisiertes Reagenz verwandelt. Okay, was mir das im Endeffekt bringt, weiß ich nicht. Hier Opferblut in einer Flasche. Ein für Zauber und die Herstellung verwendetes Reagenz. Am Opferstein gesammelt und in Glasflaschen abgefüllt. Sehr interessant. Die arme Sau, die da später drauf liegt, tut mir jetzt schon leid. Aber ja, was Glück sind wir nicht, die arme Sau. Ein Glück. Und ja, ich und mein verdammtes Timing-Problem. Ich fang die Folge aber auch jedes Mal vor Einbruch der Nacht ein. So, wir wollten hier einen Altar bauen. Grab von Z haben wir in der letzten Folge extra uns hier rangeschafft. Und den werden wir uns jetzt mal hier rein platzieren. So, ich hoffe, das passt so vom Platz her. So, es sieht aber ganz gut aus. Hier ist ein weiterer Opferaltar. Also, hier wieder was zum Opfern. So, und wir gucken mal. Errungenschaft freigeschaltet, der Gott in der Schale. Ihr seht es nicht. Ach, verdammt, das hier in der Mitte habe ich jetzt nicht gesehen. Nur unten die Steam-Einblendung. Egal. Set gegen Gift. Ein starkes Mittel gegen Gift. Was brauchen wir? Menschliches Herz. Schade, haben wir nicht genug. Setistisches Opfermesser. Ein für rituelle Zwecke gebrauchter Dolch. Dann hier, Set Kohlenflamme. Ein verzierter im stygischen Stil gefertigte Kohlenflamme. Aha. Okay. Feueropfer, Feueropfer, Wandteppich, Fleisch der Erinnerung. Fleisch der Erinnerung, Gebote von Mitra. Immer Eis von Ymir. Okay. Schädel von Jok. Und Tafel von der Keto. Müssen wir opfern. Alles Zeug von anderen Göttern. So, aber was mich jetzt am meisten interessieren würde, ist hier bei Zauberei. Wie schalten wir das denn frei, dass wir jetzt hier einen Teleporter bekommen? Ich glaube, so einfach kriegen wir den nicht. Dafür müssen wir ein bisschen was tun. Aber wie?
Das ist die andere Sache. Hätte ich mich auch vor der Folge informieren können, aber ihr kennt mich ja. Mache ich nicht. Ich bin lieber verpeilt in die Folge gestartet. Wie immer. So, also das hier mein Riesenbett. Habt ihr schon gesehen? Nee. Dann habt ihr es jetzt gesehen. Werde ich noch hier irgendwie so ein kleines Zimmer draus machen oder sowas. Ich weiß noch nicht wie. Aber wie gesagt, hier muss noch einiges gebaut werden. Und ich würde sagen, Leute, wir warten kurz die Nacht ab. Hoffen, dass meine Stimme nicht noch schlimmer wird, als sie jetzt gerade ist. Und ich informiere mich mal gerade, wie wir unseren Teleporter bekommen. So, Freunde, da sind wir wieder. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Und wir schnappen mal hier unseren Berserker. Denn es geht auf Reise. Ja, ich habe hier nach der letzten Folge hier unseren ersten Skorpion mal mitgenommen, während wir das ganze restliche Material aus der alten Base geholt haben. Ja, damit er hier auch ein bisschen leveln kann und so. Hat ganz gut geklappt. Also für den Kampf unterwegs ist er jetzt nicht so gut, aber hier zum Base verteidigen kann man wahrscheinlich gebrauchen. So, und es tut mir zwar leid, aber wir müssen leider noch einen weiteren Cut dranhängen, denn das, was wir in dieser Folge eigentlich vorhaben, ja, dafür müssen wir natürlich wieder in die Wüste. Es darf ja nicht zu einfach sein. Warum sind wir überhaupt umgezogen, wenn wir wieder in die Wüste gehen? So, bis gleich, Leute. So, Freunde, wir haben einen kleinen Zwischenstopp in unserer alten Base gemacht, denn ich habe hier ein bisschen was an Nahrung gebraucht, die wir mitnehmen, denn unser Berserker hier, der hat bald alle Hände voll zu tun und kann jede Heilung gebrauchen. Und eine andere Sache wollte ich noch mitnehmen. Ich glaube, die hatten wir hier. Skorpionschutz, war das das? Ein aus gehärteten, wie waren die Info hier? Dieses Schild wurde aus dem gehärteten Panzer einer Skorpionkönigin. Es ist stark und extrem robust. Nee, das war er nicht, oder? Nee, Freunde, hab mich wohl getäuscht. Ich war eigentlich der Meinung, ich hätte mal irgendwo ein Schild gelootet, das mir ein bisschen Verderbnis weniger gibt, wenn wir da sind. Aber okay, nicht so schlimm. Wir nehmen als kleines Backup hier unseren komplett sinnlosen Tänzer mal mit. Ja, ich wollte eigentlich nur noch einen NPC, aber der soll eigentlich nicht zum Kämpfen da sein. Der soll eher uns supporten. Aktivität, bewache mich, nicht angreifen. Hier, genau. Nicht angreifen. Du bist einfach nur dafür da, um mir die Verderbnis vom Hals zu halten. Denn, ja Leute, es geht weiter. Seid gespannt, wo wir hingehen. Vielleicht hat der eine oder andere schon eine gewisse Vorstellung, was wir vorhaben. Denn es gibt alte Richtungen zu begleichen. So, wo ist der Tänzer? Egal, wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, wir haben unser Ziel erreicht. Wer kennt's noch? Wer kennt die erste große, richtig große Niederlage noch von mir? Wir befinden uns in der Arena im Schlundloch. Ja, hier vorne wartet die Schlange, die mich so gepeinigt hat. Die werden wir uns jetzt hier vorknöpfen. Ganz gepflegt. Und wo ist unser anderer Dude? Der hat keinen Bock. Ah, ich dachte schon, der drückt sich. So, dich lassen wir aber hier. Du bist nicht zum Kämpfen da. Du bist eigentlich eher Backup. Wo kann ich dich mal hinplatzieren? Da. So, hier kannst du ruhig tanzen, wie du gerade Bock hast. So, Leute, drückt mir die Daumen. Diesmal nur zu zweit und diesmal hoffentlich besser als beim letzten Mal. Ich habe hohe Erwartungen an diesen Kampf. So, diese kleinen Drecks-Kobras gehen mir jetzt schon auf den Sack und ich sehe sie noch nicht mal. So, ich sehe dir, ich treffe sie einfach nicht. So, aber ich hoffe mal, dass die jetzt hier rechtzeitig getriggert werden. So, wir blocken einfach mal. Genau, lass einfach mal die NPC die Arbeit machen, sehr gut. So, Freunde, da vorne ist das miese Drecksteil. Werden wir es diesmal schaffen? Wir kriegen halt jetzt schon übelst Schaden. Aber so viel hält die gar nicht aus. Ich muss halt auf mein Leben achten. Und auf die des NPCs. So, komm her. Ah, da ist noch so ein kleines Scheißvieh. So, hier, stirb. So, ich nehme prophylaktisch schon mal einen Heiltrank. So, und jetzt hier voll drauf, alle Mann. Zack. Dieses blöde Gift geht mir halt so auf den Sack. So, da muss ich halt richtig drauf aufpassen. Oh, da ist noch eine kleine.
Wo bist denn du? Jetzt bist du nicht mehr da, so wie es aussieht. Also, es ist noch ein Skelett. Wow, wow, wow. Ich muss hier weg erstmal. Ich habe schon ganz schön viel Leben verloren. Gleich noch ein. Hinterher. So, unser NPC hat halt auch schon ganz schön Leben verloren. So, aber wir haben sie fast. Shit. Leute, drückt mir die Daumen. Oh, Stamina. Und ich hänge in dieser Schlange halt gerade fest. Yes, wir haben sie. Sehr gut. Oh, ich hatte gerade richtig Panik zwischendurch. So, können wir die abbauen? Jawohl, unten Dietrich haben wir. Puh. So, okay. Du heilst hoch, dann holen wir unseren anderen Dude mal ganz schnell. Damit er uns hier von der Verderbnis etwas befreit. Das Problem ist, auf dem Rückweg werden wir den gleichen Stress wieder haben. Aber ich glaube, das ist dann nicht so schlimm. So. Hier, halt. Du folgst uns jetzt einfach mal. Machen wir erstmal die Verderbnis weg. Das wäre doch schon mal ein Anfang. So, sehr gut. Wir warten ganz kurz. Okay, super. Wir gehen wieder rein. So, unser NPC hat halt jetzt einiges an Leben schon verloren, aber das dürfte jetzt nicht allzu tragisch sein, hoffe ich mal. Wie sieht's denn aus? Ja, der ist fast wieder bei Half-Life. Sehr gut, dann gucken wir erstmal, wo hier die Lootkiste ist, die wir uns redlich verdient haben. Aber auch wirklich redlich verdient haben. Ich habe echt kurz die Luft angehalten, ob wir es... Ah, da ist sie drin. Ob wir es wirklich schaffen. So, was haben wir? Gavons rostige Pike. Ja, mit einer Pike kann ich jetzt eigentlich nicht allzu viel anfangen. Hätte mir jetzt geileren Loot erhofft. Aber wir wollen ja nicht meckern, wir wollen ja nicht hier undankbar wirken. So, jetzt kommt das nächste Hindernis. Nämlich die Dullis hier, plus irgendwelche Cobra-Sackratten, die uns gleich hier voll auf den Sack gehen. Mist! Okay, da schmeißt er mich einfach mal hier vom Podest runter. Podest. Die sind halt auch nicht so ohne, diese scheiß Skelettkrieger. Das ist das Ding. So, da kommt auch der nächste. So, komm hier. Halt die Füße still und geh sterben endgültig. Danke. So, dann gehen wir erstmal hier außen rum. Stimmt, wir hätten eigentlich hier oben lang gehen können. Wir hätten gar nicht unbedingt unten bei der Schlange lang gehen müssen. Können wir uns für den Rückweg vielleicht merken. Ist vielleicht ganz sinnvoll. Aber mal gucken. Vielleicht, wenn wir noch genug Heilung und sowas haben, machen wir sie trotzdem. Wir sollen gucken, dass wir hier lebend durchkommen und auch nicht zu viel Schaden kassieren. Ich glaube, wir sehen eigentlich genug. Wow! Da war ja noch einer. Ja, ich wollte eigentlich gerade sagen, ich glaube, ich nehme mal die Fackel wieder runter. So. Nämlich. So, komm. Die sind wirklich nicht ohne, muss ich sagen, diese Gegner. Wir sind ja jetzt hier schon einiges gewohnt gewesen, aber die Skelettkrieger hier, die setzen mir schon ganz gut zu. Gut, ich sollte halt auch öfters mal blocken, wäre vielleicht eine Maßnahme, um länger zu leben. Oh. Okay, ihr macht mal den da, ich mache hier den Bogendulli. So, denn es gibt nichts Nervigeres, als wenn man von der Seite mit irgendwelchen Pfeilen beschossen wird. So, falls der ein oder andere neue Zuschauer oder der das Game noch nicht kennt, sich fragt, warum ich hier wieder reingehe. Was war das? Oh, da ist noch einer.
der Boss hier drinne, der Drachenboss, der hat ein spezielles Item, was wir brauchen, um das Spiel am Ende abzuschließen. Und ja, ist ja klar, dass wir das unbedingt haben wollen. Ansonsten, ja, haben wir ein Problem später. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Hier ist kein Gegner, aber dafür ist hier eine Kiste mit Graulotus-Samen. Die, ha, ich wüsste nicht, wofür ich die brauche. Irgendwann werden wir sie bestimmt brauchen, dann ärgere ich mich, aber bis dahin bin ich fein damit, sie nicht mitzunehmen. So, da sind wir. Hier, das ist unser Ziel, das ist unser Gegner. Und ich sollte vielleicht auch mal, ja, ich nehme auf jeden Fall hier mehr Tränke mit und auch was zutrinken. Denn wir sind schon relativ weit unten. Einmal hier gegrillte Keule, die macht uns fast voll. Sehr gut. Okay. Wie sieht's bei dir aus? Ja, du brauchst noch einen kleinen Moment. Den geben wir dir natürlich. Ansonsten könnte es halt bitter enden. So, oh, woher hast du das hier? Hast du es selbst produziert? Keine Ahnung. So. Ich würde den Tänzer ja sehr, sehr gerne hier lassen. Ich weiß nur nicht, ob das geht. Nee, scheint nicht so. Ich will auch nicht da runter gehen. Nicht, dass jetzt hier... Ach so, ich hab mich erschreckt. Nee, wir müssen den Tänzer tatsächlich mitnehmen. Was so viel heißt wie... Ja gut, der kann hier stehen bleiben im Prinzip, aber ich weiß nicht, wie lange der da dann bleibt, bevor er despawnt. Komm noch mal ein Stück mit, Bro. Ja, ich glaube, hier können wir dich stehen lassen. So, wir geben unserem Berserker noch einen ganz kleinen Moment, damit er voll hochgeheilt ist, damit wir hier auch voll in den Kampf reinkommen. So, und es kann losgehen. Und ich habe gerade gesehen, hier bei den Werten, er hat Level 15 erreicht. Dein Getreuer hat seine Stärke auf Kosten seiner Ausdauer trainiert. Also er ist minus 3 Stärke, dafür Mut. Dafür hat er Mut dazu bekommen. Was eigentlich von der Rechnung her, genau. Er war vorher im Minus, jetzt ist er im Plus. Macht eigentlich keinen Sinn. Das ist wohl ein Berserker, den ich wahrscheinlich eher zur Base-Verteidigung nehmen werde ab Stufe 20. Ich hoffe, die anderen, die wir haben, leveln ein bisschen besser. Aber jetzt haben wir keine andere Wahl. Wir gehen rein, hoffen, dass er überlebt. Hoffen, dass wir überleben. Ist schon länger her, dass ich gegen den Dude hier gekämpft habe. Wow. Und schon macht er seinen Swans-Move. Aber wir machen eigentlich relativ gut Schaden. Wenn wir das jetzt hier überleben, können wir wirklich behaupten, wir haben endlich das Schlundloch komplett durchgespielt. Ohne irgendwas zu verlieren, ohne irgendwelche größeren Verluste oder sowas. Aber es sieht aktuell ganz gut aus. Und wie versprochen, ich nehme unseren zweiten Mann natürlich nicht mit ins Game, habt ihr ja gesehen. Der steht außen und hält uns... Der ist einfach nur dafür da, um uns hier die Verderbnis vom Hals zu halten. Mehr nicht. Aber unser Berserker steckt halt wirklich gut ein, muss ich sagen. Also beim letzten Kampf, die Dudes, die waren, glaube ich, auf ungefähr gleichen Lebenslevel wie er, aber haben halt deutlich mehr Schaden kassiert. So, verpiss dich. Okay, Half-Life, sehr gut. Ich hoffe, wir kriegen halt was Gutes bei raus. Am Ende des Tages. Dass das hier auch lohnt. Gut, das eine Artefakt von dem, was wir kriegen, brauchen wir ja auf jeden Fall. Das ist klar. Aber ich hätte halt ganz gerne auch guten Loot oder sowas. So.
So, komm. Genau, geh mal auf den NPC. Der überlebt das schon irgendwie. Oh, meine Axt ist defekt. Kaputt. So, zum Glück habe ich Backup. Oh, die ist auch fast kaputt. Shit, habe ich mir die falsche eingepackt oder was? Aber egal, für hier das Dungeon reicht es jetzt noch auf jeden Fall. Oh, wie viel einfacher das ist im Vergleich zum letzten Mal. Gut, die Schlange, die war, glaube ich, das größere Hindernis. Da bin ich ganz froh. Und da war es halt auch, es war nicht unbedingt sehr knapp, aber man hat schon ein bisschen die Luft angehalten. Allein wegen dem Giftschaden und sowas, den man so schlecht einschätzen kann, wie ich finde. So, geil. Habe ich auch nochmal auf die Fresse gekriegt. Wir haben gleich. Leute, wir haben gleich. Da ist er tot. Sehr gut. Gibst du mir irgendein Loot? Nee, ich muss dich abbauen. So, hatte ich einen Dietrich von dir bekommen? Ich glaube, von dir kriege ich keinen. Dafür hier Stern des Meisters. Das Objekt, wofür wir eigentlich hierher gekommen sind. Nö, er gibt mir keinen Dietrich. Schade. Eigentlich. Aber wie gesagt, auch nicht so schlimm. So. Dann schnappen wir uns mal hier den Typ wieder. Wenn er sich schnappen lässt. So. Und verpissen uns gepflegt aus dem Dungeon hier. Wenn jetzt noch die Schlange hier irgendwo ist, werden wir natürlich den Kampf mit ihr aufnehmen. Ansonsten dürften wir eigentlich relativ gut jetzt hier rauskommen, denke ich mal. Hier war die Treppe, glaube ich. Okay, keine Schlange. Wir haben freien Durchgang da draußen. Und ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Wir haben das Schlundloch endlich hier lebend bezwungen, haben alles mitgenommen, was wir mitnehmen konnten. Und ja, bleibt gespannt, was wir in der nächsten Folge machen. Ich habe schon diverse andere Ideen. Also von daher, ihr könnt euch freuen, was da noch so kommt. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Gerne einen Kommentar oder sogar ein Abo da lassen. Das wäre mega nice. Vielleicht eine gute Besserung für meine Stimme. Das wäre auch super cool. Und in dem Sinne, Leute, bis zur nächsten Folge Con Exiles. Euer Crispy Dex. Haut rein!